damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Zomboid. Zusammen mit dem Nexus, mit dem ich hier schön Rücken an Rücken stehe, weil wir gefühlt umringt von Zombies sind. Hallo. Da oben sind Zombies. Ja. Da hier unten sind Zombies, da sind Zombies. Da wo wir herkamen, sind auch Zombies. Ja. Aber ich wag mich jetzt halt mal hier, ich versuche mich mal an den Zombies hier vorbeizuschleichen. Ja, ich behalte mal die da hinten im Auge. Also die unten verhalten sich ruhig. Ja, die da oben eigentlich auch recht. Einer folgt uns, aber... Das ist nur wegen deinem guten Parfüm, was du drauf hast. Wenn mich nicht alles täuscht, hab ich eh anmutig, ja? Also ich hab nicht nur einen guten Parfümgeschmack, sondern bin auch noch anmutig. Interessant. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo du bist. Ach, da. Da lauf durch die Hecke durch. Da läuft Musik. Da läuft Musik. Mach den mal auf. Ist schon offen. Vorne der Eingang. Eine Taschenlampe, die nehme ich natürlich gerne mit. Ein Kühlkissen, das nehme ich auch mit. Landwirtschaft für Experten, ich weiß nicht, ob wir das haben. Jagen für Anfänger. Wow! Nein! Was ist? Da war ein Zombie. Und da ist noch ein Zombie. Wow. Oh, hier sind ganz viele Zombies. Und ich wurde gekratzt. Bist du hier in dem Haus drin, ne? Ich bin in dem Haus drin. Dann solltest du da mal so wegkommen, wenn du kannst. Hier ist gerade richtig was los, Baron. Ja, ich... Hab mich mal ein bisschen zurückgezogen. Ich renn mal weg. Ich hab hier 30, 40 Stück auf mich zu rennen und da kommen noch mehr. Okay, sind doch mehr als 30. Ich bin in den Süden gegangen. Ich bin weiter in den Westen gegangen. Ich bin jetzt auf dem großen Highway. Und du weißt ja, was das bedeutet, ne? Mhm. Hier ist ganz viel los. Und ich bin im Unterkörper gekratzt worden. Da stehst du vorm Bücherregal und denkst dir nichts Böses und plötzlich wirst du von hinten einfach in den Bauch gekratzt. Da sind aber auch überall so richtige Trauben, ne? Also immer so 20, 30 Stück gleich auf einen Haufen. Ich bin bei dem Hotel wohl. Du weißt wahrscheinlich, welches ich meine. Ja. Häuser sind echt gefährlich geworden. Boah, ey, das gibt es doch nicht. Gott, die Geräusche hier gefallen mir gerade überhaupt nicht. Also ich renne wieder nach oben. Zu unserem Haus sozusagen. Ich komme auch gleich nach. Sonnenblumensaatgut. Das ist neu. Ja. Aber die kann man nicht so gut fressen.
Naja gut, Ja, gibt's sowas. Körner raus, Körner kann man Mehl rausmachen, ne? Also. Öl. Oder Öl. Oh, du dreckige kleine. Äste verschmutzt. Blutige Bluse. Das ist ja super. Das ist genau das, was ich befürchtet hatte, ist eingetreten, dass die Zombies, die jetzt unterwegs sind, kaum mehr saubere Klamotten anhaben. Deswegen habe ich ja auch die meisten Zombies, die bei uns rumlagen, noch ausgezogen. Versuche mich gerade hier durchzuschleichen. Boah. Bisschen was essen. Hat so gut geklappt, und dann hat mich einer gesehen. Jetzt bitte einschmeißen. Der Rücken ist wieder entlastet, das ist sehr gut. Ich hätte halt gerne irgendwie noch ein neues Oberteil, weil meins ist schmutzig. Und das sorgt dafür, dass meine Bandage auch immer relativ schnell verschmutzt wird. Okay. Ach shit, da ist wieder so ein Holzzaun, an dem man nicht vorbei kann. Wieder ein frisches Oberteil. Dann kann ich jetzt noch meine Bandage wechseln. Essen sollte ich auch noch mal. Doch, Müsli mitgenommen. Müsli hier. Essen alles. Ich habe gar nichts zu essen und habe echt viel Hunger. Ach, da ist der Ja, See. ich bin wieder sehr gut gesättigt. Ich bin schon zumindest schon mal wieder am See. Ja, ich war noch eine ganze Weile bei mir hier unten in dem einen Haus, in dem ich relativ sicher war. Was hier los ist, das ist echt. Kann es keinem erzählen. No. Die meisten Zombies haben verschmutzte und blutige Klamotten an. Ja, kann man aber reinigen, ne? Ja. Mit Seife, glaube ich, und
Wasser halt. Aber Wasser ist inzwischen auch ein kostbares Gut. Oh ja. Ich bin auch oben am Highway oder an dieser großen Straße Na dann viel im Spaß. Restaurant. Endlich gleich wieder zu Hause. Ich beneide dich. Ja. Weil ich jetzt gerade auch ganz gerne. Und unsere Wassertonnen sind aber wieder gut gefüllt. Das ist sehr schön. Jetzt kann ich gucken, wie voll. Ey, ich habe verrotteten Schmelzkäse gefunden. Toll. 85% sind sie wieder befüllt. Das ist sehr gut. Gucke ich mal hier nach unserer. Senf und Tomatenketchup habe ich gefunden. Erdbeerpflanze. Sehr gut bewässert. Krank? Nein. Zustand gedeiht. Das hört sich doch gut Das an. ist. Ja, die Erdbeerpflanzen waren als einzige auch noch nicht fertig. Brause. Was? Pause? Brause. Ach, Brause. Ich habe eine leckere Brause gefunden. Ah, Leckerchen. Jetzt bin ich schon in einer Wäscherei. Weichmittel. Müllsäcke sind immer gut. Da habe ich, glaube ich, 4 Stück jetzt dabei. Also langsam aber sicher finde ich mich doch zurecht mit der Ordnung hier. Ja, wie gesagt, wenn dir irgendwas nicht passt, Nö, 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 nö. änder's. Aber sag mir Bescheid. Alles gut. So, Genauigkeit mit stumpfen Waffen habe ich jetzt mal erhöht. Ich hau mir jetzt mal 3 Karotten in den Kopf, denn ich habe schon mehr als genügend Hunger. Ich habe kaum Inventarplatz, ich bin verletzt, habe keine Lebensmittel dabei, aber habe das große Bedürfnis, übermütig zu werden. Ah ja, warum nicht? Muss ja auch mal. Na, nicht da rein. Wieso da rein jetzt plötzlich? Ach so, doch, ich habe mal gemacht. Ja, warum nicht? Nee, ich glaube, ich muss mich hier echt mal zusammenreißen. Weil ich war gerade wieder bei. Ich habe jetzt seit gerade 3 Geschäfte ausgeräumt. Um die Ja. rum überall Zombies standen. Und bin da durchgeschlichen und keiner hat mich wirklich bemerkt. Und jetzt bin ich direkt an diesen Garagenhof gekommen.
Und ich hatte irgendwie Lust, in den Garagenhof reinzugehen und zu gucken, was in den Garagen nicht alles mitzunehmen ist. Aber nachdem ich eh keinen Inventarplatz mehr habe, Lohnt sich das nicht wirklich? ja, und ich glaube, ich sollte mich erstmal auf Heilung konzentrieren. Ja. Aber ich habe echt mit mir gerungen. Das Bedürfnis war schon irgendwie da, mir jetzt da noch die extra Dosis. Adrenalin abzuholen. Ja. Da fällt mir ja schon nichts mehr zu ein. Der Baron wird zum Adrenalin-Junkie. Na klar. Unglaublich. Aber mir gefällt es, wenn ich jetzt gerade wieder bei mir auf die Fähigkeiten gucke, wie sich da schon wieder so der Levelfortschritt abzeichnet. Das finde ich sehr schön. Ja, das ist auch schön. Jetzt werde ich mich, glaube ich, dann dahin hinsetzen, schauen, dass ich immer was zu essen habe und mich mal ein bisschen um Elektrotechnik kümmern. Ja, ich werde auch mal ein bisschen gucken, dass ich jetzt noch mehr Äxte mache, dass wir genügend Äxte zu Hause haben, weil ich möchte nicht nur 4 Stück haben, sondern ich möchte schon so 20 haben, wenn es geht. Das ist nicht gierig. Das hat nichts damit zu tun, aber Nein, einerseits gar gibt es nicht, uns, gar nein, nicht. es gibt mir natürlich auch die Fähigkeit, dass ich irgendwann immer bessere Sachen bauen kann. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist halt eben, dass, ja, ich gierig bin. Nein, aber wir Aber können nur dann ein bisschen. immer, ja, wir können dann immer sagen, hey, ich nehme mal eine Axt raus und wir gehen jetzt mal ein bisschen looten. Und wenn dann ein Zombie kommt, ja, dann klatsche dem damit ein, dann fliegt er auch um. Hallo, ich bin zu Hause. Ja, ich bin im Wald. Ja, nur, dass du nicht erschreckst. Naja. So leicht zu erschrecken bin ich nicht. Ja, es hatten wir schon ein paar Mal, dass ich dir ins Sichtfeld gelaufen bin und du gedacht hättest, dass ich ein Zombie bin. Ja, okay, das stimmt. Aber es lag jetzt nicht daran, dass du mir ins Sichtfeld gelaufen bist. Es lag jetzt daran, dass du das warst. Ach. Ich habe der Kräutersammler gefunden. Literatur. Interessant. Lerne Rezept, Herbalist. Du hast das noch nicht gelernt, noch nicht gelesen. Nee. Ich hab's auch, ja, nee, ich habe nur vorgelesen, dass ich es noch nicht gelesen habe. Ach so. Wäre eher was für dich, ne? Wenn Herbalist, also wenn Kräutersammler, du bist ja eher hier auf Lebensmittel suchen und sowas. Ja. Ich muss jetzt eh nach Hause kommen gerade. Ich habe nämlich gerade gesehen, ich habe keine Bandagen mehr. Das ist ja prinzipiell ungünstig. Ja, vor allem, wenn man jetzt sogar schon Schmerzen hat. Deswegen habe ich meine Schmerzpillen immer dabei. Och nee, ne? Ja, genau. So, wo bist du denn mit dem Heftchen oder Buch oder was auch immer? In der Küche, dann mal der Kräutersammler. Bitteschön. Das Schöne ist, dass das Buch jetzt nicht weg ist, sondern wir können das jetzt hier in den Schrank legen. Und wenn ich sterbe oder eben auch jemand anders, kann das lesen. Das ist natürlich sehr gut. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, was war das nochmal? Verbraucht sich die Literatur nicht mehr? Die haben sich doch, glaube ich, mal verbraucht. Weiß ich nicht. Also, ich konnte das Buch jetzt halt da wieder hinlegen, ne?
Das ist interessant. Habe es jetzt halt in den Schrank gelegt, weil im Schrank haben wir dann. Ja, Tischland für Meister haben wir schon. Kann ich ja verbrennen. Ja, klar, natürlich. So, nee, drei Müllsäcke habe ich. Aber es sind auch immerhin schon mal drei Müllsäcke. Und sechs Bei haben wir Info noch kann im. man ja lesen, welche bevorzugte Waffe man hat, ne? Bei mir steht mit bloßen Händen. Bei mir ist es Golfschläger. 51 Zombies getötet. War ich irgendwie 43 oder was war das? Ne, 41, so. Ach, guck mal an, da, Kräuter. Jetzt kann ich das hier, wenn ich Nahrungssuche mache, kann ich Heilpflanzen Sehr suchen. geil. Sehr geil. Ja, dann werden wir das jetzt einfach tun. Und auch in der nächsten Folge werden wir das tun. Denn Es es macht schon wieder Tick-Tack. ist unfassbar. Es ist unfassbier. Ja. Und es ist im Ja, ich Moment wollte. echt heftig, irgendwo hinzugehen, ne? Ja. Also, es ist unglaublich. Und ich habe tatsächlich Beinwell gefunden. Unterstützt die Heilung von Knochenbrüchen, wenn es als Umschlag auf. Was? Umschlag aufgetragen wird. Ah. Interessant. Sag doch, man lernt immer wieder was Neues in diesem Spiel. Es ist unglaublich. Jo. Na gut, aber wie du schon gesagt hast, wir sind am Folgenende angelangt. Jo. Und wir werden einfach mal nächste Folge gucken, ob und wie wir unsere Heilkräuter einsetzen und ob ich eventuell was in Elektrotechnik auf die Reihe kriege. Aber dazu alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Kanallink von Nexus findet ihr bei mir in der Videobeschreibung. Andersrum genauso. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Ich sag bis dahin und macht's gut und ciao. Tschüss.